Es ist das erste Spiel der Saison und für sie geht es nun darum, einen ordentlichen Auftakt hinzunehmen. Kommen wir noch zum Schiedsrichter. Das ist heute Viggo Toksvig. Der Blick auf die Aufstellung von Frankreich. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Gute Idee, den auf den Flügel zu legen, aber der Gegner hat aufgepasst. Jetzt wieder Ballbesitz für die Franzosen. Griezmann mit dem Ball. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Groß am Ball. Und nun Marcelo am Ball. Real Madrid wird heute richtig Gas geben müssen. Sehe ich ähnlich. Es gibt keinen wirklichen Favoriten. Da geht er dazwischen. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist im Freistoß, ja, aber keine Favoriten. Warnung so früh im Spiel, tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt Benzema am Ball. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Weiter Ball jetzt zu Cristiano Ronaldo. Nun Griezmann. So, jetzt Antoine Griezmann. Griezmann! Ganz starke Aktion vom Torhüter. Und der Eckstoß für Frankreich jetzt. Die Ecke kommt von Griezmann. Szene ist noch nicht vorbei. Jetzt gibt's Abstoß. Per Kopf verlängert. Über Griezmann könnte jetzt was gehen. Klasse Technik. Benzema. Luka Modric. Karim Benzema. Und da verlieren sie den Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Casemiro! Und Loris ist da, den Ball hat er super gehalten. Eckstoß für Real Madrid. Der Ball wurde weggefaustet. Marcelo am Ball. Weg ist der Ball. Könnte was werden. Benzema am Ball. Schuss von Bale. Pogba. Keine leichte Situation für Pogba. Und jetzt haben sie den Ball. Umtiti. Luka Modric jetzt. Benzema lässt sich tief fallen, will den Ball. Bale jetzt, könnte gefährlich werden. Marcelo jetzt am Ball. Flanke für Cristiano Ronaldo. Und da ist der Ball wieder weg. Er versucht's. Den Ball hat Loris.
Starke Aktion. Es gibt Ecke für Real. Ecke groß. Gareth Bale. Groß mit der Hereingabe. Gut von Lloris. Kommt da mit der Faust ran. Er schießt von weit draußen. Na ja, warum nicht? Früh wird er jetzt gestört. Jetzt wieder Real. Benzema. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Ecke groß. Aus der Hereingabe haben sie nichts gemacht. Super dazwischen gegangen. Schuss! Wieder ein Eckball. Das gibt jetzt Abstoß. Ganz einfach an den Ball gekommen. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Was ist los mit Real Madrid in dieser Partie? Sie hatten schon einige Torchancen, aber der Ball will nicht rein. Grundsätzlich machen sie das gut. Erspielen sich ja die Möglichkeiten. Aber der Abschluss, schlampig. Benzema führt hier den Ball. Der lange Ball soll zu Ronaldo. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. So einfach ist das. Gute Hereingabe in den Strafraum. Ronaldo per Fuß am Ball und schon ist er drin. Und die Defensive hier viel zu passiv. So kannst du einen wie Ronaldo niemals zum Schuss kommen lassen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Und jetzt der Schuss. Der ist noch heiß. Da kann er ihn stoppen. Lehmann. Ballverlust. Und jetzt Toni Kroos. Das könnte die Chance werden. Schuss von Ronaldo. Den hält er. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Cristiano Ronaldo. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja, kein guter Kopfball. Harmlos. Herr Griezmann. Giroud. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt ist die Kugel weg. Und Ronaldo. Bei Freistößen oder auch Distanzschüssen zeigt Cristiano Ronaldo ein Tor. Wenn es in Hälfte 2 nur annähernd so offensiv zugeht wie in der ersten, dann können wir uns wirklich freuen. Ja, da war wirklich einiges los. Hoffentlich haben beide ihr Pulver noch nicht verschossen. Modric. Und Ronaldo. Lehmann. Jetzt Giroud. Wird das seine Torchance? Sauber vom Ball getrennt hier. Modric. Benzema. Giroud.
Casemiro. Jetzt Benzema am Ball. Und das ist der Ballverlust. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jetzt Cristiano Ronaldo. Conte. Giroud jetzt. Fängt diesen Ball ab. Toni Kroos. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Griezmann. Da gewinnt er den Zweikampf. Karim Benzema. Benzema! Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Pogba am Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Benzema. Und da ist der Ball wieder weg. Könnte gefährlich werden. Benzema. Abgefangen. Gut gemacht. Ronaldo zieht ab. Abgewehrt vom Torwart. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Ecke groß. Karim Benzema. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Conte. Super dazwischen gegangen. Karim Benzema. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Chance für Benzema. Benzema! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Mbappé. Nun Kroos. Bale. Und jetzt die Real. Groß. Groß am Ball. Luka Modric jetzt. Schön dazwischen gegangen. Jetzt Griezmann. Bale. Jetzt vielleicht Bale! Und der Torhüter ganz sicher. Groß lässt sich nicht aufhalten. Sehr guter Einsatz. Ronaldo! Loris ist da, aber der Abschluss war auch zu schwach. So, das war nicht gut vom Torwart. Der Abschluss hier eher überflüssig. Ja, viel zu weit weg und der Ball geht deutlich vorbei. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Pass geht in Richtung Gareth Bale. Bale! Er hält den Ball fest, das war wichtig. Schuss! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Ballverlust. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und Giroud. Olivier Giroud. Der Angriff könnte was werden. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Griezmann jetzt ganz energisch. Casemiro. Nun Gareth Bale. Ganz energisch von Gareth Bale. Ist das die Chance? Da ist der Treffer, Ronaldo. Und das macht er richtig gut. Sehen wir gleich auch in der Wiederholung.
Und jetzt liegen sie noch deutlicher zurück und der Torhüter ist daran nicht ganz unschuldig. Er hat heute wirklich nicht seinen besten Tag. Vielleicht könnte ihn der Trainer sogar erlösen. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Piqué jetzt. Jetzt Benzema am Ball. 8 Minuten jetzt noch. Carvajal am Ball. Modric. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt Griezmann. Und jetzt haben sie den Ball. Jetzt Cristiano Ronaldo. Real jetzt mit der Gelegenheit. Und nun ein Schuss. Kein Tor, aber das war knapp. Der ging an den Außenpfosten. Super dazwischen gegangen. Jetzt Ronaldo am Ball. Die Flanke und er schießt. Brillant gemacht. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Da ist die Auswechslung, die Fans feiern ihn, kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Frankreich, sehr energisch. Jetzt vielleicht. Er pariert, aber der Ball bleibt im Der Ball geht an die Latte. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. 1 Minute noch. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Und direkt die nächste Ecke. Ecke groß. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Und da ist der Ball wieder weg. Modric. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Das war's. So, jetzt Antoine.